Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute dieses wunderschöne Buch hier vorstellen. Mein Weg zu dir von Nicola Sparks, erschienen im Heine Verlag. Es ist das aktuellste Buch von Nicola Sparks, was jetzt April erschienen ist. Ich schaue mal kurz, ob ich das Datum genau finde. Nö, steht nur 2012. Und ganz kurz vorneweg war ich auf der Lesung von Nicola Sparks im Renaissance-Theater mit der lieben Gwen. Und wir haben ihn live aus diesem Buch lesen gehört. Wir konnten kurz mit dem Autor reden und ich habe auch eine Signatur erhalten. Darüber habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, diesem Autor einmal gegenüberzustehen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war überglücklich. Gwen und ich, wir sind beide fast ausgeflippt. Und zu der Zeit, wo er hier in Deutschland war, beziehungsweise ja, hier in Berlin war, habe ich dieses Buch auch gerade begonnen gehabt und gelesen, war mittendrin in der Geschichte und umso schöner war es, ja, Passagen aus dem Buch einfach aus dem Mund des Autors vorgelesen zu bekommen und auch ja, so seine Sicht auf die Geschichte so ein bisschen mitzubekommen. Jetzt kommen wir erstmal dazu, um wen es eigentlich geht. Es geht um Amanda und Dawson. Dawson und Amanda verlieben sich, als sie 17 sind. Dawson denkt eigentlich nicht, dass er Chancen bei so einem Mädchen wie Amanda hat. Sie kommt aus gutem Hause, er ist nur ein einfacher Junge. Und dennoch verliebt sich Amanda in Dawson und die beiden sind von nun an eigentlich unzertrennlich. Dawson lebt bei einem alten oder ja damals älteren Herrn namens Tuck. Der hat eine Autowerkstatt und hat den Jungen bei sich aufgenommen. Er arbeitet dort, schläft dort in der Garage oder Werkstatt, besser gesagt, das ist so sein Zuhause. Und die beiden führen so eine ganz interessante Männerbeziehung. Also Tuck ist nicht wirklich eine Vaterfigur, aber er ist halt für Dawson da. Er respektiert ihn, er lässt ihm alle Freiheiten und Tuck ist einfach, cool, den müsst ihr kennenlernen. Jedoch, irgendwann kommt es dazu, dass die Beziehung der beiden getrennt wird. Amanda geht aufs College, Dawson bleibt zurück und die beiden sind von nun an getrennt. Worum geht es in der Geschichte? Es geht darum, dass Amanda und Dawson zur Beerdigung ihres guten Freundes Tuck 20 Jahre später waren das, glaube ich, 25 Jahre später, Entschuldigung, in das Dörfchen Oriental zurückkehren. Es spielt natürlich wieder in North Carolina, ganz tolle Umgebung. Nicola Sparks schafft es, jedes Mal eine wahnsinnig tolle Atmosphäre zu schaffen, aber dazu später mehr. Und die beiden kehren dorthin zurück und eigentlich rechnen sie nicht wirklich damit, den anderen dort zu treffen. Denn in diesen 25 Jahren haben die beiden null Kontakt zueinander gehabt. Dawson war ein sehr einsames Leben gewöhnt. Er hat sich sehr zurückgezogen. Er hat sich nie wieder auf die Liebe oder auf eine andere Frau eingelassen. Er hat sein Herz verschlossen, nachdem Amanda weg war. Und ja, er wollte einfach keine andere Frau lieben, weil er wusste, dass sie die einzige für ihn ist. Und Amanda hat währenddessen am College einen Mann kennengelernt, geheiratet, hat mehrere Kinder inzwischen, hat aber auch einige schwere Schicksalsschläge hinter sich in ihrem Leben. Und als die beiden nun nach Oriental zurückkehren, treffen sie sich wieder. Was da passiert, möchte ich eigentlich nicht verraten. Es ist natürlich keine heile Weltgeschichte, auf gar keinen Fall. Es gibt einige Schwierigkeiten. Dawson hat eine ziemlich hinterhältige Familie, ziemlich gewalttätig und brutal, die in Oriental auch sehr bekannt sind. Er wurde immer dazu gezählt, wollte sich aber nie wirklich mit diesen Menschen in Verbindung bringen lassen und ist deshalb auch damals weggegangen. Und kaum ist er wieder in Oriental, gibt es wieder Probleme mit der Familie. Und Amanda freut sich sehr, Dawson wiederzusehen und überraschend ist, dass sie diejenige ist, die all die Jahre zu Tuck Kontakt gehalten hat und sich um den älteren Herrn gekümmert hat und jedes Mal, wenn sie in Oriental zu Besuch war bei ihrer Familie, hat sie auch den alten Mann besucht. Und Tuck ist, wie Nicola Sparks so schön sagte, ziemlich tricky. Er kennt seine beiden Schützlinge sehr gut und hat all die Jahre über so ein bisschen im Hintergrund die Fäden gezogen und auch dafür gesorgt, dass spätestens bei seiner Beerdigung beide wieder aufeinandertreffen. Wie gesagt, was die beiden aus ihrem Wiedersehen machen, das lest ihr lieber selber. Ich möchte euch gar nichts verraten. Es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Die Geschichte von Tuck ist toll, die von Dawson und Amanda, die Vergangenheit. Man versteht eigentlich nicht wirklich, warum sie nicht zusammengehen.
geblieben sind, weil es völlig nichtige Gründe waren, warum sie sich getrennt hatten. Und ja, man hofft natürlich, dass die beiden doch noch irgendwie zueinander finden und dass die Liebe siegt. Ob es das tut, das werdet ihr erfahren, wenn ihr Mein Weg zu dir lest. Ich fand dieses Buch einfach wundervoll. Es hatte viel Atmosphäre, es hatte viel Gefühl. Es ist das richtige Buch fürs Frühjahr, für den Sommer, um sich draußen auf die Wiese zu legen, ins grüne Gras bei Sonnenschein und einfach einzutauchen in diese Welt. Nicholas Sparks schafft es wieder einmal mit den einfachsten Worten, die größten Gefühle zu beschreiben. Und mir sind zweimal, glaube ich, in dem Buch die Tränchen gekullert. Und ich fand das einfach wundervoll, wie auch die Geschichte von Tuck und seiner Ehefrau, die er so sehr geliebt hat, Clara heißt sie, glaube ich, beschrieben wird, dass mir einfach das Herz aufgeht. Nicholas Sparks schafft es einfach immer wieder, mein Herz anzurühren, und er ist und bleibt einfach der Meister der großen Gefühle für mich. Da wird auch nie jemand anders rankommen, und deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich ihn treffen durfte und dass ich mein Erinnerungsfoto mit diesem Autoren habe, und ich freue mich einfach wahnsinnig auf jedes Buch, das von ihm erscheint, und hoffe, dass der Mann noch ein langes, glückliches Leben führt und viele gute Ideen hat, die er uns dann in seinen Büchern präsentieren kann. Lest dieses Buch auf jeden Fall. Erschienen ist es, wie gesagt, im Heine Verlag. Bisher erstmal nur als gebundene Ausgabe. Das Buch hat fast 400 Seiten, also 397 Seiten ungefähr. Es liest sich natürlich locker flockig weg. Nicholas Sparks hat einen sehr fließenden und einfachen Schreibstil. Er ist sprachlich sehr einfach gehalten, aber eben auf eine Art und Weise, die auch wieder besonders ist, denn er schreibt mit so einer Leichtigkeit, das ist wirklich für jedermann etwas. Also klar sind es vorrangig Frauenbücher, aber ich war auch bei der Lesung begeistert, da waren noch sehr viele Männer dabei, die auch Fragen gestellt haben, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn dieses Buch auch verfilmt werden sollte, was es sicherlich wird, denn einen besseren Stoff für einen schönen romantischen Film kann man sich gar nicht vorstellen. Und da das Buch mehrere Geschichten beinhaltet, ist es einfach nur perfekt. Ich bin die Erste im Kino, das weiß ich. Und ich möchte euch das Buch einfach ans Herz legen. Wenn ihr eine wundervolle, romantische, schöne Geschichte lesen wollt, die auch spannend ist durchaus und realistisch, die aber auch ein Hauch Übersinnliches mit sich bringt, dann empfehle ich euch Mein Weg zu dir von Nicholas Sparks. Solltet ihr noch kein Buch von ihm gelesen haben und ihr wollt nicht gleich mit einer gebundenen Ausgabe anfangen, dann guckt einfach. Es gibt wahnsinnig viele Bücher von ihm. Welches ich euch als Einstieg immer empfehlen würde, wäre beispielsweise Weit wie das Meer oder Wie ein einziger Tag, war ein wundervolles Buch. Und welches Buch ich auch besonders liebe, das wisst ihr aber auch schon, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Mit dir an meiner Seite, der auch verfilmt wurde. Die drei würde ich als Einstieg empfehlen. Wollt ihr nicht gleich mit der gebundenen Ausgabe anfangen, aber wollt ihr das doch? Das Buch lohnt sich wirklich. Ich freue mich jetzt auf das nächste Buch von Nicholas Sparks. Ich schaue mal, ich glaube, es ist da auch ein Bild vom Autoren drin, aber das könnt ihr, glaube ich, nicht so gut sehen, wenn ich euch das zeige. So, sieht der gute Mann aus. Die schriftliche Rezension wird auf unserem Blog erscheinen, www.loveliesbuchwelt.de eintippen oder die Verlinkung anklicken, wenn sie dann eingefügt ist. Ich muss ja erst noch schreiben, die Rätsel. Ich denke, das werde ich heute noch tun. Und ein Video zu der Lesung findet ihr im Moment bei Gwen auf dem Kanal. Ich verlinke euch das in die Infobox. Sie redet ein bisschen darüber und hat auch schon ein paar kleine Einspieler in ihrem Video verfasst. Und das Video von der Lesung direkt und unser Davor- und Danach-Geplapper findet ihr demnächst auf der Buchstapelsuppe. Auf dem Kanal Buchstapelsuppe, dort wird es ein großes Nicholas Sparks Special dann noch geben. Das werde ich die Tage jetzt in meinem Urlaub auch noch fertig machen, also schneiden und so. Und da werdet ihr dann erfahren, wie es war, bei Nicholas Sparks live dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.